Heute möchte ich euch zwei weitere Bahnfiguren vorstellen. Das Reiten durch die Länge der Bahn, also ohne Handwechsel, und das Wechseln durch die Länge der Bahn. Die Steffi zeigt uns das heute schon mit ihrem Schimmel, zunächst einmal im Trab. Man kann sagen, man wendet auf die Mittellinie wie eine halbe Volte ab. Die Volte, die normalerweise eine 10 Meter Größe hat, führt man aus zur Hälfte und dann ist man auch schon auf der Mittellinie gelandet. Ihr braucht also nicht versuchen, irgendwelche Ecken auf die Mittellinie zu reiten, sondern es ist das Wichtigste, dass ihr wirklich die Mittellinie genau trefft, möglichst von Anfang an. Das wird in einer Dressuraufgabe ganz deutlich verlangt. Da kommt es auch vor, dass ihr mal durch die Länge der Bahn wechseln müsst. Und dann soll es wirklich schnurgerade von Anfang an auf der Mittellinie sein. Es ist auch besser, ihr wendet vielleicht etwas zu klein ab und tastet euch dann noch etwas an die Mittellinie heran, als dass ihr schon über die Mittellinie hinausreitet am Anfang und dann wieder zurückreiten müsst. Außerdem ist es wichtig, dass ihr am Ende auch wieder wie eine halbe Volte an die kurze Seite heran abwendet. Man sieht häufig, dass die Pferde zu früh in die neue Richtung gestellt werden und dann etwas über die äußere Schulter ausweichen. Das soll möglichst nicht passieren. Ihr haltet eure Pferde so lange wie möglich gerade. Sicher am äußeren Zügel wendet ihr dann in die halbe Volte an die kurze Seite ab. Das Pferd ist gerade und minimal nur nach innen gestellt, aber nicht zu stark am inneren Zügel. Wenn ihr euer Pferd im Trab auf der Mittellinie reitet, dann hilft es am besten, wenn ihr wirklich selber ganz geradeaus auf C oder A, in welche Richtung ihr dann auch immer reitet, ganz geradeaus schaut, euer Pferd ganz gerade vor euch gestellt habt und auch lieber etwas zu schwungvoll, etwas mehr ins Vorwärts reitet, dann fällt es dem Pferd leichter, wirklich geradeaus zu gehen. Wenn ihr da zu langsam reitet, zu zögerlich vielleicht reitet, dann fängt das Pferd eher an zu schwanken. Ich habe Steffi nun einmal ein Hütchen vor C hingestellt als Anhaltspunkt für sie, wo sie anfangen sollte, die Mittellinie zu verlassen. Also wirklich bis knapp vor dieses Hütchen reiten und dann aber die Mittellinie in die jeweilig verlangte Richtung verlassen, damit man diese Wendung in die Ecke hinein wirklich am inneren Schenkel ausreitet und nicht da Unsicherheiten beim Pferd lässt, weil es nicht weiß, in welche Richtung es jetzt gehen soll. Und dann muss man vielleicht ein Schwanken mit dem äußeren Zügel ausgleichen und kann dann die erste Ecke gar nicht so schön durchreiten. Und das hinterlässt dann auch bei den Richtern gar nicht so einen guten Eindruck. Ähnlich wie ich das schon beim Durchreiten der Ecken erklärt hatte, ist es auch beim Abwenden auf die Mittellinie wichtig, dass ihr gegen Ende der Wendung auf die Mittellinie mit dem inneren Zügel zum Nachgeben kommt, damit das Pferd wirklich die Chance hat, sich gerade zu stellen und schnurgerade auszugehen. Das Reiten durch die Länge der Bahn kann man auch mal im Galopp reiten. Auch das ist eine sehr gute Überprüfung für euch, ob ihr euer Pferd in sich gerade gerichtet halten könnt und wie sicher es schon ohne eine Anlehnung an der Bande geradeaus gehen kann. Hier ist es ebenfalls wichtig, gerade beim Abwenden zu Beginn auf die Mittellinie, dass ihr euer Pferd sehr gut an den diagonalen Hilfen habt, also am inneren Schenkel und äußeren Zügel, und das innere Hinterbein wirklich klar unter den Schwerpunkt springt, beziehungsweise auch schon etwas ins Schulter vorgeritten werden kann. Sprich, das innere Hinterbein zeigt zwischen die beiden Vorderbeine. Durch die Länge der Bahn wechseln im Galopp mit einfachem Wechsel bei X kommt zum Beispiel in einer L-Dressur vor. Das ist auch eine sehr schwierige Lektion, denn ihr müsst das durchparieren, sauber hinbekommen zum Schritt, dann müssen die Pferde gerade Schritt gehen und trotzdem müsst ihr den Pferden im geraden Schritt durch Hilfengebung signalisieren, dass es gleich im anderen Galopp angaloppieren soll. Es darf dabei aber nicht anfangen zu schwanken. Und das Angaloppieren soll auch wieder ganz sauber gerade sein, mit dem neuen inneren Hinterbein gut unter der Last. Wichtig ist, dass ihr da beim Durchparieren noch ganz klar nach vorne schaut, während der Schrittphase, die ja nur 3 bis 5 Schritte sein soll, dem Pferd die neue Hand anzeigt, indem ihr etwas mehr den neuen äußeren Zügel und etwas mehr den neuen inneren Schenkel einsetzt und auch eure neue innere Hüfte
fallen lasst, damit ihr die richtige Gewichtshilfe gebt. Aber das Ganze darf wirklich nur minimal sein, denn sonst habt ihr sofort ein Schwanken in der Schritttour.